Sieht so aus, als wäre dieser Turm von selbst eingestürzt. Der Sumpf ist wohl nicht der ideale Bauplatz für Gebäude dieser Größe. Ihr seht blass aus. Möchtet ihr etwas essen? Erzählt mir von dem Magierturm. Warum interessiert ihr euch? Ich will ins Innere. Ein ehrgeiziges Ziel und Ehrgeiz ist das halbe Leben. Ich bin zu müde, das alles zu erklären. Aber ich mag euch, Junge. Irgendwo hatte ich ein Buch darüber. Vielleicht lasse ich es euch mal lesen. Danke, Großväterchen. Ich bin ehrlich gespannt, ob ihr das schafft. Was war das? Nichts. Wenn mich meine Sinne nicht täuschen, dann kommt Sturm auf, Junge. Sehr viel Sinn ergibt das alles nicht. Mehr weiß ich nicht. Das ist alles so lange her. Ich bin alt, ich erinnere mich nicht. Wisst ihr noch, wie es war, als der Magier noch lebte? Ihr seid stark, erstrahlt in Ruhm. Ihr habt Siege gekannt und die Liebe. Ihr seid geerdet, habt Prinzipien. Seid ihr auch ein Mutant, so sind eure Seele und euer Geist doch untadelig. Eure Weisheit und eure Kenntnis werden jetzt auf die Probe gestellt. Ihr habt nicht alle Tassen im Schrank, Großväterchen. Es geht doch nichts über Fleisch. Auf Wiedersehen.
Braucht ihr ein Boot? Was wollt ihr? Yaren lässt schöne Grüße bestellen. Ich habe die Kräuter. Endlich! Ich habe schon gedacht, es wird nichts mehr. Hier, 5 Büschel Krautblüten. Wie abgemacht. 400 Orens. Und schöne Grüße an Yaren. Gewiss doch. Was wollt ihr? Wir sehen uns noch.
ein Höhleneingang. Sprecht! Der Fährmann hat mich für die Kräuter bezahlt. Wurde auch Zeit. Hier ist euer Anteil. Ist ein wahres Vergnügen, mit euch Geschäfte zu machen, Hexer. Gleichfalls, Yaren. Sprecht! Adieu. Thank you.
Wunderbarer Wolkenkopf. Wunderbar.
Herr, was wollt ihr? Bringt mich auf die andere Zeit ist... Kann's los? Sonst hätte ich euch wohl kaum be... Weder wie ein Temeria noch wie ein Redania aus. Dein Mann schlägt dich und du sagst nichts. Hallo, Herzblatt. Geht nach oben. Habt ihr einen Moment Zeit? Was liegt euch auf dem Herzen? Also eigentlich nichts. Ja? Lebt wohl. Überflüssiges Gefasel. Ich werde sterben. Vertikale Pupillen, blasse Gesichtsfarbe. Das ewige Feuer erleuchtet mir den Weg. Geralt, wir müssen reden. Was gibt's? Im Krankenhaus starben einige Leute. Habt ihr etwas damit zu tun? So redet doch. Ich verhörte einen Gefangenen, einen ihrer Patienten. Aber ein paar Schurken störten uns. Deren Leichen hat die Wache entdeckt. Ich sage euch, was ich gehört habe. Der Gefangene soll an einen sicheren Ort verbracht werden. Danke für euer Verständnis, Shani. Ich passe nur auf euch auf. Hier ist das Schöllkraut. Fantastisch. Ich bin euch wirklich dankbar. War doch nichts weiter. Wenn ihr etwas braucht, lasst es mich wissen. Ich muss mit euch sprechen. Kann es warten? Naja, ich denke... Besucht mich zu Hause. Das Krankenhaus ist kein Ort für Privatangelegenheiten.
Oh Mutter, die du bist, oh, die große Militärlehrerin. Ich bin so müde. Oh, große Melitele, betrachte unsere Patienten mit Wohlgefallen und erspare ihnen jeden. Hallo, Herzblatt. Geht nach oben. Ja? Shani. Ich wollte reden. Was ist? Manchmal träume ich von der Schlacht von Brenner, dem Massaker. Tut mir leid. Aber das ist es ja. Mir tut es nicht leid. Ich wache frisch und munter auf, als hätte ich mich an das Elend gewöhnt. Ergibt das einen Sinn? Durchaus. Danke. Manchmal ist es schön, wenn man sich aussprechen kann. Nicht der Rede wert. Ja? Ja? Shani. Ich wollte... Was ich... Man tut... Aber da... Durch... Danke. Nicht...
etwas Ruhe. Ihr wisst erst, was Wonnen sind, wenn ihr mich gehabt habt. Raus! Oder ich rufe den Boss. Ihr wisst... Ich weiß nicht, wie in Türmen eingesperrte Prinzessinnen ihre Dankbarkeit zeigen, wenn sie befreit werden. Aber ich verspreche euch, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Ich nehme euch beim Wort. Was führt euch hierher? Ich habe eine Botschaft von Yevin für euch. Yevin? Die brauche ich nicht zu lesen. Ich weiß, was er will, Hexer. Ob Elf, Mensch oder Zwerg. Alle wollen sowieso immer dasselbe. Macht? Mein entfernter Vetter Rudolf ist Schafhirte. Er treibt 300 Schafe über das Land. Er hat die Macht über ihr Leben und ihren Tod. Irgendwie bin ich gar nicht neidisch auf ihn. Brillante Antwort. Kommt später wieder her, wenn ich meine Antwort für Yevin vorbereitet habe. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ich war ganz in Gedanken. Bis dann.